Ja, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder. Ich sehe ein bisschen wüst gerade aus. Ich bin auch extrem gegen das Licht. Ich bin gerade mit dem Cookie hier. Ich stehe in Königswinter Thomasberg, weil ich nämlich meinen Sattel jetzt abhole bei Frankies Vierbeiner Shop. Und ich bin schon so gespannt, weil der Sattler war ja diese Woche da und hat den nochmal final nochmal draufgelegt und angepasst. Und da musste noch ein bisschen was geäußert werden. Und ja, jetzt kann ich ihn hoffentlich endlich abholen. Ich bin so aufgeregt. So Leute, ich bin jetzt bei Frankies Vierbeiner Shop in Königswinter und werde jetzt mal reingehen und den Sattel holen, hoffentlich. Hoffentlich ist er da. So, ich bin jetzt drinne, muss nur noch kurz warten. Ja, und es ist so schön hier. Ich liebe diese Helme, vor allem das hier. Das ist mein Traumhelm, das oder der. Falls irgendwer mir diesen Helm kaufen will, nehme ich gerne an. Spaß. Aber ich liebe dieses Glitzer. Leute, ich hab ihn. Ich zeig ihn euch gleich. Jetzt muss ich ihn erstmal in den Kofferraum tun, weil es ist sehr schwer mit einer Art. Eine Turnierfabrikke durfte es für uns auch sein von Eskadron und Frank's Vierbeiner Shop, damit wir die auf Turnier tragen können. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du mir die auch noch geschenkt hast. So, hier seht ihr ihn einmal. Ich finde das so schön. Natürlich verändert sich das Braun noch. Ist ja immer bei Braun. Aber diese Heldennähte. Ich liebe es so sehr. Hat übrigens 16 Zoll, weil ich ja relativ schmal bin. Nochmals ist der Paris Classic von Prestige, nicht von Passier. Und ja, ich bin so stolz. Macht es bloß vorsichtig. So, ich habe gerade, wie ihr gesehen habt, den Sattel in den Stall gebracht. Schon, ich habe leider bei meiner Bestellung, ich habe nämlich noch ein bisschen was bestellt, an neuen Sachen zeige ich euch im nächsten Video. Vergessen, braune Steigbügelriemen zu besorgen. Jetzt muss ich einfach mit schwarzen reiten, aber die sieht man ja eigentlich eh nicht. Ich bin jetzt im Stall, habe den Flummi schon dabei und werde heute das erste Mal mit dem neuen Sattel reiten. Deswegen dachte ich, hänge ich das einfach hier noch an dem Video mit dran. Sonst ist es ja zu kurz und zu langweilig für euch, wenn ich einfach nur den Sattel zeige, wie ich den geholt habe, sondern jetzt kann ich den auch direkt einmal auf dem Pferd zeigen. So ihr Lieben, bevor es jetzt an Flummi geht, habe ich leider noch ein Problem mit Soraya. Und zwar hat die einen extremen Milchstau. Die verliert ja immer mal ab und zu Milch. Ist auch alles abgeklärt. Sie war noch nie trächtig oder sie ist nicht trächtig. Aber das jetzt gefällt mir gar nicht. Ich habe jetzt einen Tierarzt angerufen. Der kommt dann auch später und solange stelle ich die Maus jetzt mal aufs Paddock mit ihrem Leckstein. Dann kann sie sich ein bisschen entspannen, weil sie läuft halt auch absolut bescheuert und ich kenne mich damit nicht genug aus, um jetzt zu sagen, deswegen gehen wir nicht zum Arzt, deswegen komm mal. So Freunde, jetzt wird hier der Große erstmal geputzt, weil so lege ich da bestimmt den teuren Sattel nicht drauf. So Freunde, so liegt der Sattel auf dem Pferd, auch mit dem neuen Gurt schon. Der passt auf jeden Fall mit den neuen Gamaschen und jetzt das Problem Trense, das müssen wir erstmal hinkriegen hier. Wir sind hier gerade zu viert und beraten. Freunde, der Sattel ist jetzt drauf. Meine Reizenassistentin hat mir geholfen. Und ich bin einfach happy. Und jetzt werden wir mal losreiten. Und ich hoffe, dass es so ansehnlich ist, dass Flummi schon... dass wir hier gleich was reinpacken können. Freunde, ich sitze zum ersten Mal im Sattel, seitdem er mir gehört. Ich saß da ja schon ein paar Mal drin. Beziehungsweise zweimal jetzt. Einmal beim Probereiten, also nach der Herstellung und einmal jetzt. Weil davor hatte ich ja nur den Testsattel, der war ja schwarz. Und ich bin so happy. Er ist so schön, der Sattel. Ah, jetzt muss ich nur noch zum Reiten kommen. Ja, ich dachte, ich mache wieder ein Voice-Over. Und zwar, Flummi hasst ja neue Sachen von oben. Und das war erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde eine absolute Katastrophe. Aber hier wurde es schon besser. Also ich lasse mich da ja immer nicht unterkriegen und reite dann so lange, bis es gut
wird, hör dann auch direkt auf, wenn es gut ist. Ist natürlich auch für ihn eine Umstellung gewesen, neuer Sattel, neue Trense. Und ich bin ja auch davor schon eine Woche nicht geritten, weil ich auf den Sattel gewartet habe. Und hier sieht man auch ab und zu, er setzt so ein bisschen an, um entweder durchzuparieren oder so ein bisschen hinten zu hüpfen. Also der versucht dann immer so ganz minimal zu steigen, aber das ist nicht dramatisch und man muss einfach nur ruhig bleiben. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass die Aufnahmen hier quer sind, aber ich finde, es ist ganz okay. Das hier ist die allerletzte Aufnahme, die entstanden ist, nach ungefähr einer Stunde 20 und man sieht deutlich, er hat keine Lust mehr und das könnt ihr mir jetzt auch nicht übel nehmen. Ich hatte auch keine Kraft mehr, die Zügel viel zu lang. Ich habe die Zügel hängen lassen, mein Bein ist viel zu weit hinten. Ich musste ihn jeden Meter tragen, aber ich wollte euch trotzdem nochmal zeigen, weil ich meine, ich bin hier in Wechsel gesprungen. Ja, der war ein bisschen komisch nachgesprungen, aber er war gesprungen. Auch der Gurt ist anders, einmal kurz loben. Oh Gott, die Zügel, aber ihr wisst, ich zeige auch mal Szenen, die nicht so schön sind, aber ich war einfach stolz auf ihn, dass wir da noch ein gutes Ende gefunden haben und dann haben wir auch aufgehört, da wollte er sich wieder rausziehen, aber es war dann am Ende ganz gut. So, ihr Lieben, ich bin fertig geritten und ich glaube, keiner kommt jetzt mehr zum Filmen. Ich habe eben ein paar Frequenzen gefilmt, die sind aber im Hochformat, von uns war ganz am Anfang, wo es richtig kacke war, denn es war nämlich so, dass Flummi sich erstmal extrem an den neuen Sattel gewöhnen musste und er ist ja so, er hasst ja Umstellungen und alles. Also was auf ihm drauf betrifft. Und da war erstmal eine halbe Stunde übelste Diskussion. Aber jetzt ist es ganz gut. Am Ende, ich werde jetzt auch aufhören, vielleicht noch eine Galopptour machen. Vielleicht kann mir jemand filmen. Die stelle ich dann auf TikTok online oder hier, aber dann ist sie halt im Hochformat, aber dann seht ihr trotzdem was. Genau. Ja, aber ich bin sehr glücklich und der neue Sattel gibt mir mega Halt. Ich muss noch gucken mit den Steigbügeln. Irgendwie sind die hier komplett anders von der Länge und alles. Ja. So Leute, jetzt seht ihr nochmal den Sattel. Er ist jetzt schon eingestaubt, ich raste aus. Aber es ist ja auch dieses weiche Leder, das ist ja auch immer ein bisschen empfindlicher. Oh Gott, mein Pferd geht. Schön, wie hier der Sattel schon komplett nass ist. Naja, bleibt ja nicht aus, wenn das Pferd schwitzt und so ein Sattel sollte das ja auch abkönnen. Genau, der Gurt, die Gamaschen und die Trense. Pferd ist todmüde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier richtig sitzt. Ich finde, das müsste irgendwie noch weiter nach da. Aber naja, ein paar am Stein meinten, das wäre in Ordnung so. Vor allem, weil das hier auch nicht irgendwie zu sehr drückt oder so, weil hier ist ja noch genug Platz und so. Keine Ahnung. Ja, so Freunde, zum Ende konnten wir doch noch ein gutes Ende finden. Zum Ende bringen den Großen gerade auf die Weide. Und dann kommt so dieser Tierarzt. Ich lieb's. Naja, aber mit dem Sattel ist alles in Ordnung. Ich liebe den Sattel über alles und ja. Warte, Großen. Tschüss, Bub. Da geht er. So sieht das Ganze gerade aus. Es ist komplett geschwollen, komplett hart. Und ich bin so froh, wenn der Tierarzt gleich kommt. Die arme Sulimaus, hä? Ich beende dieses Video auch jetzt. Ich brauche keine Spekulation, keine Horror-Stories oder sonst was in den Kommentaren. Der Tierarzt kommt gleich. Der wird mir sagen, was es ist. Ich werde euch das dann auf TikTok und Instagram mitteilen. Weil das hier ist ja jetzt kein offizieller Vlog, sondern es ging ja um den Sattel. Deshalb folgt mir auf TikTok und auf Instagram, falls ihr mehr wissen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist mit der Suli.